7 serving 10. Oh! Der Nasenblutmoment der Woche wird euch präsentiert von GTÜ. Und wir starten rein mit dem laut Olaf nur zweitbesten Diagonalen der Liga, Marek Schuttler, / eher eigentlich Tim Kahl, für den 31er Award des Spieltags. Okay, Jungs, ich werde durchziehen. Oh. Aguero! Oh mein Gott! Weiter geht's mit Marco Menjuk von Haching. Der Mann kommt aus der zweiten Liga, deswegen geht das alles noch ein bisschen schnell für ihn hier im Bouncehaus. Aber diesen Ball nach einem deutlichsten Tusch ausgehen lassen zu wollen, ist mal wieder Mittelblocker at its best. Seriously, what the fuck are you doing? Nee. Auf der 3 der Mann, der, wenn er mehr spielen würde, diesem Kackage den Award für beste Glatze des Bouncers mal richtig streitig machen würde. Even Ferch, Pancake 0 von 10, B-Note beim uns ausgehen lassen 10 von 10. Wait a minute. Lüge, 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 Lüge. Auch mit dabei Johannes Tille. Meine Fresse, hat der Mann einen an die Berne bekommen im Spiel gegen Friedrichshafen. Hier erstmal einer der gefühlt 4 Angriffe, die Anton Bremer bisher nicht durchgebracht hat. Dann ein wirklich sensationell schlechtes Zuspiel von Luci Bisentin. Und dann gleich nach dem nächsten Kack-Zuspiel von Luci, Donner, Tim fucking Peter, Hannes das Ding mit Macht 3 an den Dates. Oh! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und zum krönenden Abschluss ein ganz heißer Anwärter auf den neuen Award, Seventh Man of the Year, Cody Kessel. Normalerweise immer der Spark of the Bench, der Energizer. Was die Reise mit dem Eulenbeschwörer himself aber auch so schön macht, ist, dass du die Kreisklasse am Ende des Tages auch nie so richtig aus diesem Mann rausbekommst. Hätte Michel wirklich nicht bodenloser machen können. Das war es für die vorletzte Episode Nasenbluten in diesem Jahr und ihr könnt in die Kommentare ja jetzt mal schreiben, wer für euch aktuell der Frontrunner für den Award Nasenbluten MVP of the Season ist.